So, dann gucken wir hier einmal weiter. Was könnten wir machen? Ich will kein Fischernetz. Das obligatorische Fischernetz? Mal gucken, ob Rio hier irgendeine neue Option hat. So friedlich am Angeln, der Junge. Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die. Okay, wieso? Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich, er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl. Die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg. Oh. Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist er gestorben? Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Oh Mann, ey. Okay, ich besorge dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern. Na gut. Wie lange bedeutet das, dieses ein bisschen dauern? Sonst will ich von der Rie. Okay, das heißt, wir können wirklich ein bisschen hier durch die Gegend rennen? Ohne Rio als Kapitän komme ich in diesem Boot nirgendwo hin. Dann laufen wir mal weiter. Können wir vielleicht hier noch was machen? Hello? Die Pläne kriegen wir wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Sind die Schwestern hier vorbeigekommen? Jo, die wollten diesen Fischerbastard aufknüpfen. Habe ihnen natürlich haarklein beschrieben, wo sie ihn finden können. Boah. Nicht nur ein Ekel, auch noch eine Petze. Wie nett. Aber irgendwie hat er es geschafft zu verduften. Bis später mal, Bronson. Oh, der ist so mega unsympathisch, ne? Aber die Schwestern sind irgendwo weg, ne? Hat sich oben noch was getan? Nee, hier ist auch noch alles beim Alten, ne? Ich weigere mich. Na gut, vielleicht hat er ja schon den Fisch geangelt? Fragezeichen. Weil hier glaube ich nicht, dass wir irgendwas machen können. Den Fisch brauchen wir bestimmt für die Katze. Um an den Ball zu kommen, wahrscheinlich. Und dann muss ich mir was einfallen lassen, was ich damit mache. Aber die Musik ist immer ein Zeichen, dass ich auf der richtigen Spur bin, oder? Glaube ich zumindest. Kein Glück mit den Fischen heute? Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Hey, da hat einer angebissen. Wirklich? Oh? Ein großer, ein richtig großer Fisch. Zieh ihn rein, Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Oh. Ist das ein Einrad? Sieht aus wie ein Einrad, ne? Das ist der rostigste Wal, den ich je gesehen habe. Oh. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Tja, müssen wir jetzt einen neuen Köder suchen, oder wie? Was hast du da? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass das den Jungen interessiert. Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Okay. Na gut. Können wir den irgendwie am Mast befestigen oder so? Oder können wir das irgendwie, ich weiß nicht, mit irgendwas anderem verbinden? Das müssen wir natürlich jetzt alles abchecken. So. Der Schlauch von dem alten Fahrradwrack, das Rio aus dem Meer gefischt hat. Ein knapper Meter leicht angemodertes Gummi. Bestimmt für irgendwas zu gebrauchen. Mit der Katze?
Ich schätze, ich könnte die Katze mit Hilfe des Schlauches auf eine erdnahe Umlaufbahn befördern. Eine Art Katzapult. Und Stobart, eines Tages wird dich jemand für deine Scherze notschlachten. Ja, das war ein bisschen, naja. Aber irgendwie, vielleicht da irgendwie dran machen oder so, keine Ahnung. Es scheint ja zu funktionieren, das ist ja schon mal toll. Und dann? Müssen wir dann noch irgendwas befestigen? Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Hä? Also man kann den aber da festmachen. Das heißt, wir werden den dort auch irgendwie gebrauchen können, oder? Bestimmt. Ein Fahnenmast. Einer von zwei. Schwierige Sache. Nein, falsch. Das sollte ich mir noch mal überlegen. Vielleicht ist das doch keine... Vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Nö, so weit und fest kann ich... Jetzt haben wir den Schlauch, aber ich kann den nur dranhängen, ne? Weiter komme ich da nicht wirklich. Was könnte man sonst noch machen? Lass uns erstmal wieder runtergehen. Und überlegen, vielleicht müssen wir auch irgendwie komplett runter. Weil mit der Katze... Ich weigere mich... Nee, will er nicht, ne? Das ist auch so eine Sache. Und es spackt bei mir ab und zu hier auch ein bisschen. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nicht so sichtbar ist. Rio, Schätzele, hast du vielleicht jetzt irgendwas gefangen? Irgendwie, irgendwas. Hier ist ein Fisch, nimm schon. Na, es ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem. Oha. Oh, der Arme. Tja, ist halt die Realität, ne? Okay, der macht erstmal weiter. Aber wir haben den Fisch, okay. Dann gehen wir natürlich wieder hoch. Hier ist es echt so ein Gelaufe, ne? Hoch, runter, hoch, runter. Aber immerhin ist es dann auch überschaubar, ne? Dass man nicht 10.000 Orte hat und sich überlegen muss, okay, wo habe ich was verpasst, ne? So, versuchen wir irgendwie... Können wir das hier mit verbinden? Das ist ja das Einzige, was... Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Das ist ja wie so ein Katzenspielzeug. Ja, natürlich, dann ist sie ja jetzt abgelenkt, ne? Das ist ja richtig praktisch. Aha. Das ist der Ball, den ich der Katze weggenommen habe. Ja, und nu? Kann man jetzt irgendwas damit anfangen? Nee, hä? Ich muss wieder meine Gehirnzellen anstrengen. Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen. Wir haben jetzt einen Ball. Wir haben jetzt ein Katzenspielzeug. Können wir das wieder abmachen? Einer von zwei. Vielleicht brauchen wir das ja für was anderes. Keine so gute Idee. Das funktioniert auch nicht. Nö, so. Das ist mir ja jetzt ein Rätsel. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Okay, wir können den wieder mitnehmen. Dann haben wir den jetzt wieder. Glaube ich nicht. Okay, also verbinden können wir das jetzt auch nicht. So weit und... Hier kommen wir aber auch nicht so wirklich weiter. Wir haben ansonsten hier außer der Katze... Ich weigere mich weitere unnötige Blut... Nee. Wir haben da hinten noch den Baum. Mit dem habe ich auch noch nichts gemacht, ne? Weiß ich auch nicht, was ich mit dem machen soll. Vielleicht können wir da noch was machen. Das wäre noch eine Option.
Zack. Ich lege den Ball in die Schleuder. Ach, eine Schleuder. Oh. Ziele sorgfältig. Jawohl. Das gibt's ja nicht. Okay, dann war's eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Na, das hat ja super funktioniert. Okay, also können wir hier schon mal den Bau irgendwie vereiteln? Okay, jetzt kommt der Kerl angerannt. Ich glaube, warte mal, George, mach die Leiter da weg. Mach die Leiter da weg. Weil sonst macht er den ja wieder dran. Wir müssen schnell die Markierung holen und die Leiter irgendwie verstecken, oder? Dann kommt er da nicht dran, weil sonst ist ja alles umsonst. Oh nee, wir können nichts machen, ne? Oh mein Gott. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, Bronson, Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolit-Markierung rumgemacht? Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach, wirklich? Na schön, ich warte. Na toll. Haben wir das jetzt wirklich nur umsonst gemacht? Oder haben wir irgendwas... Warte mal, können wir jetzt nimm einfach die... Mama. Ich dachte, das wäre eine Schnapsidee von mir, aber das war anscheinend eine ziemlich gute Idee. Jetzt ist er da fest. Oha! Oh, ups. Ups. Was liegt an, Bronson? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Stobart. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ja, wir können uns auf jeden Fall die Markierung... Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Joa, und nun? Ohne Theodoliten ist das Ding aber nicht viel wert. Okay, müssen wir noch den Theodoliten einstecken? Wahrscheinlich, ne? Rennen wir wieder runter? Können wir den da so hängen lassen? Ein bisschen habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Nicht, dass er sich irgendwie verletzt oder so. Genau, und die Pläne können wir ja hier auch noch alle mitnehmen. Dann ist das auch gleich mit erledigt. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel. Aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Ich glaube, die hatten andere Pläne für das Ding, ne? Die wollten noch ein Museum und kein Hotel. Also der hat die wirklich hier angeflunkert, ne? Na, dann hängt er da hinten ja auch zurecht. So. Wow, der kann das ja richtig kompakt zusammenschieben. Nicht schlecht. So, können wir mit Rio noch irgendwas besprechen? Guck mal, man sieht, wie er da hinten immer noch wackelt, ne? Können wir jetzt abhauen? Schau hier, Bronsons Pläne. Und, hatte ich recht? Ist der Penner ein Betrüger? Worauf du dich verlassen kannst. Tada! Wir haben ihn entlarvt. Sonst ist an dem Fahrradwrack nichts, was ich brauchen könnte. Ohne Rio als Kapitän komme ich in diesem Boot neben. Also mit dem Boot kommen wir da auch erstmal nicht weg. Das heißt... Ja, die Schwestern sind aber nicht da, ne? Wir müssten ihn eigentlich jetzt verpetzen irgendwie. Ich will kein Fischernetz. Er will immer noch das Fischernetz nicht? Wir könnten ihn im Fischernetz ein bisschen einwickeln. Oh, da sind die ja wieder. Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann. Schnell, bevor er runterfällt. Naja, die hätten auch helfen können, ne? Chillen da ihr Leben, während einer da so hängt. Hi, dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf. Helfen Sie lieber dem armen Mr. Bronson. Dem armen Mr. Bronson? So arm ist der Kerl nicht. Holen Sie mich runter! Wie heißt das kleine Zauberwort? Bitte? Schade. Ich dachte eher an Alakazam. Tja. Ich habe Ihre Pläne, Bronson. Ich weiß alles über das Hotel. Ja und? Das ist eine Angelegenheit zwischen mir und den alten Mädels. Diese netten alten Ladies haben ihnen vertraut. Das hier wollten sie bestimmt nicht. Leute wie die wissen doch gar nicht, was sie wollen. Statt Geld mit diesem Mausoleum zu verschwenden, könnte ich hier richtig Profit rausholen. Aber das hätten sie erst mit den Damen besprechen sollen. Genau.
Wenn ich Sie runterlasse, versprechen Sie dann, Ihre ganzen Pläne offenzulegen? Aber natürlich. Und Sie werden sich mit Miss Frost und Miss Mina auf einen geschmackvollen Kompromiss einigen? Geschmack? Was hat denn Geschmack mit Architektur zu tun? Oh Mann, Sie müssen wohl doch noch ein wenig da oben bleiben, bis Sie zur Vernunft gekommen sind. Sie elende Ratte. Bis später mal, Bronson. Na, das hat ja nicht so gut funktioniert. Oder müssen wir ihn irgendwie dann gleich verpetzen? Können wir da jetzt rein, oder? Das Fenster ist verriegelt. Mädels, wir haben ein Problem. Hi, dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf. Nee, die wollen, dass ich ihn da runterhole, aber ich will ihn da nicht runterholen. Hier, das ist die elektronische Markierung, die Bronson für seinen Theodolithen benutzt hat. Ja. Bronsons Theodolith. Ja. Hier. Bitte hier, schön. Bronsons Pläne. Funktioniert? Das sagt mir alles nichts. Sie hält ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Tadam, jetzt bin ich gespannt. Mr. Bronson, Sie dürfen sich ab sofort als persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, Dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Boah. Autsch. So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina, das Schloss. Tja, dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Sehr schön. Erfolg. Vielen Dank, meine Damen. Stoppard, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Autsch. Stochert die auf dem rum. Der ist aber ganz schön stark, dass er die ganze Zeit da oben hängen kann. Ich wäre sofort runtergefallen. Gleichzeitig in London. Oh, es geht weiter mit Nico. Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, habe ich mich. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Okay. Gut, neue Situation. Alles muss erstmal erforscht werden, was es hier alles gibt. Richtig schön. Was haben wir denn da? Irgendwelche Statuen? Die Statue sieht mittel- oder südamerikanisch aus, vielleicht aztekisch. Dann müssen wir ja auf der richtigen Spur sein. Ich bezweifle, dass ich diesen Steingiganten in meinem Handtäschchen rausschmuggeln könnte. Wird schwierig, definitiv. Ein handgewebter Wandbehang mit einem südamerikanischen Muster. Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Okay, das dürfen wir nicht anfassen. Ich will die Maske nicht, auch wenn sie mich an jemanden erinnert. An wen denn? Die Maske sieht eher afrikanisch als amerikanisch aus. Okay, ein Schrank. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil her identisch mit dem Kojotenstein. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars. Ich würde sagen, das ist ein Volltreffer, ne? Die Vitrine ist verschlossen. Oh, ja, war klar. Die Töpfe in dem Ausstellungsschrank scheinen die Mädels ja gnadenlos zu amüsieren. Sind das auch diese Kichermädels, die wir schon hatten? Nie und habe immer noch kein Interesse an alten Töpfen. Die sehen nicht asiatisch aus. In der Vitrine stehen ein paar Vasen. Okay, okay. Vielleicht bin ich deswegen ja eine Philisterin, aber alte Vasen langweilen mich. Noch ein Schrank.
Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Drake Dr. John Dee geschenkt hat. Okay, brauchen wir den auch? Die Vitrine ist verschlossen. Oh Wunder. War klar. Die Statue sieht vom Motiv her buddhistisch aus, aber die Ausführung ist mittelamerikanisch. Okay, wir können... Ich will mit dieser Statue nichts zu schaffen haben. Sie macht mich irgendwie nervös. Eine riesige Statue von jemandem, der wichtig gewesen sein muss. Früher mal. Okay. Von dieser Statue will ich nichts wissen. Naja, vielleicht wo er den Hut her hat. Trischig. Dann noch ein Telefon. Ein Telefon, wahrscheinlich nur für das Personal. Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Okay, Leute, wir werden das nächste Mal mit dem Typen sprechen und dann würde ich wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.